Hallo, da sind wir wieder beim Let's Play Together von World of Warcraft. Die drei von der Tanke stehen hier wieder beisammen auf dem Balkon von, wo stehen wir denn? Ich habe keine Ahnung, auch von irgendeiner Hütte. Und ja, zu meiner Linken hier der Gligner, zu meiner Rechten der Belgin. Ich grüße euch beiden. Hallo. Sehr schön. Hallo. Hallo zusammen. Amatan-Hütte heißt dieses prächtige Bauwerk. Ah ja, genau, Amatan-Hütte. Ja, ich muss kurz Ja, umdrehen. Tatsache, ja, die Amatan. Steht Amaranth-Hütte. da sogar. Ja, ne? Was soll das denn hier ein prächtiges Bauwerk sein? ja. Gibt das hier Kinderwurst oder was? Warte mal, ich muss mal eben reingehen. Nein, hier vorne ist die Vitaminbeauftragte. Hallo. Warte mal. Ich spreche mal eben mit die Jennifer. Nee, ich will das nicht zu meiner Hütte machen. Hörst du auf? Ist die doof? Die Jennifer hat keine Kinderschokolade. Wurst. Ist die doof? Und sie hat auch keine Kinderwurst. Vielleicht hat sie auch keine Kinder. Ist die Jennifer doof? hat so Vitamine dabei. So, jetzt mal hier Spaß beiseite. Jetzt bittere Ernst hier. Wir spielen WoW. Genau, wir spielen. Genau, ich geh erstmal kacken. Ja, Yvonne Ziegenkäse. Nee, warte mal. Erdbeerkäse, sowas, ne? Hey, lass mir doch mal in Ruhe auf dem Klo hier. Wer? Was? Wer ist auf dem Scheißhaus? Ich? Zwiebelchen ist gerade auf Klo gegangen. Boah, ey, hast du die Wolke gesehen, die da rauskommt? Ja, ja, ja. Was da so riecht, ist der Duft der großen, weiten Welt. So. Also, was machen wir denn für ein Dungeon? Wir gehen nämlich nochmal in ein Dungeon, nachdem wir letztes Mal in der violetten Festung waren und wir gesagt haben, hi, war das ein Sause. Gehen wir heute nochmal. Genau. Hi, war das eine Sause. Gehen wir heute nochmal in einen Dungeon und zwar in einen spezifischen. Ja, sollen wir mal Burg Utgarde machen da waren oder wir schon. Den Nexus? Nexus waren wir noch nicht. Dann lass mal Utgarde. Nexus waren wir noch nicht, genau. Komm, wir gehen mal. Utgarde waren wir schon. Lass uns doch mal Anker Hedlin. Bei allen Häkchen rein. Komm, wir gehen Anker Hed, da waren wir noch ja nicht. Schon dreimal, aber egal. Ein Nexus habe ich jetzt angedingst. Beim nächsten Mal mache ich dann auch Hallen des Sturms. Gundrak. Am besten alle die gelb markiert sind. Ja, mach doch nochmal. Nimm doch nochmal raus die Anfrage und dann. Nein, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Wer schreibt denn da jetzt? Okay. Warte, da fehlt ja nur noch einer. Es fehlt Wer nur fehlt noch denn? ein Bums. Düdelü, hier ein DD. Ich sauf mir jetzt hier von deinem Köter einen an. Komm her, du. Ja, genau. Nimmt mal ruhig hier ein Bier vom Waldemar. Bei 36 Grad kann man auch ruhig mal hier sich so ein Glühwein reinkloppen. Waldemar, was im Wald geschah. Was? Nee, so hieß übrigens mein Papa. Mein Papa hieß Waldemar, weil es im Wald geschah. Oh, Scheiße. Flupp, was habe ich denn gekriegt von Waldi? Der gute Amano von der Spieleflut veröffentlicht gleich einen Vlog, hat er soeben per WhatsApp mitgeteilt. Der wohl auch uns beide betrifft, liebe Zockerrübe. Was? Ja, ich. Ach, da brauchte ich dir nicht zu gucken. Ich dachte, jetzt würde vielleicht mal mein Name fallen, aber gut, dann bräuchte ich das ja nicht zu gucken. Puh, jetzt sind wir wieder eingeschnappt. Ja, ich lasse jetzt mal ein bisschen die Frau aus mir raushängen. Was ist denn jetzt hier? Ich dachte, wir gehen in den Dungeon, dann stehen wir hier blöd rum und haben hier auch den Vogelgeruch in der Nase. Ja, da fehlt doch nur noch Warteschlange, eine Minute. Boah. Mahlzeit. Das ist wie mit meinem Anruf letztens bei German Wings hier, unter 20 Minuten. What? Ja. Krass. Ja, vor allen Dingen, das war ohne Scheiß, das habe ich auch getwittert, woraufhin die sich dann sogar bei mir gemeldet haben. Ich habe bei German Wings angerufen, weil ich eine Frage hatte. Wegen einer Flugbuchung und dann kommt so, ja, bla bla, herzlich willkommen, vielen Dank für Ihren Anruf bei German Wings. Ihre aktuelle Wartezeit beträgt unter 20 Minuten. What? Geil. Haben die nur Probleme, dass die da so lange wartet? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe das dann auch genauso getwittert, dann dementsprechend auch mit diesem What-Bild da drunter von dieser Eulen da. Und die haben sich dann echt bei mir gemeldet und gefragt und gesagt halt, ja, viel zu tun und ob es denn geklärt werden konnte und so. Naja, auf jeden Fall, Twitter, komischerweise, wie schnell doch Firmen auf Social Media reagieren. Ist hier denn gar keiner, der mir eine Quetz gibt? Nee, ich glaube, wir waren hier schon mal, kann das sein? Ja. Weil sonst würden hier noch Quests sein. Ja, wir waren hier auch schon mal. Cool.
Wo gehen wir erst rum? Links rum, ne? Links rum, ja. Ich dachte, Nico führt Buch. Nischt es. Oh, ja, du hast gesagt, du schließt dich uns an, weil wir so... Wir sind nicht verheiratet. Weil wir so eine Chaos-Truppe sind. Und was ist jetzt? Ja, ich habe ja nicht damit gerechnet, dass wir jetzt hier nochmal reingehen. Ja, deswegen sage ich ja, wolltest du nicht Buch führen? Ich habe nie gesagt, dass ich Buch führe. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Lalalala. Ach, jetzt halt du die Klappe. Aber in meinem Flix zurück zur Spieleflut, hat er denn noch irgendwas dazu gepostet oder nur Achtung, Vlog kommt? Er hat erst, also WhatsApp hat er nur das dementsprechend geschrieben. Ich denke mal, es hat da was mit seiner momentanen Zeit zu tun. Ah, okay. Gehen wir hier zuerst rum? Achso, nee, sorry. Wir müssen die anderen Weg. Wir müssen die anderen Weg. Mhm. Was macht der Typ da? Weiß ich nicht. Er denkt. Ja, er denkt. Er denkt, er könnte tanken. Er denkt. Er denkt, er könnte denken. Was? Wenn du denkst, was du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Wenn du denkst, du tankst, dann denkst du, genau. Du tankst. Sehr geil. Das ist nicht schlecht, ja. Ja, dann müssen wir eigentlich mal hier so... Kann er mal aufhören damit? Lass ihn doch einfach sterben. Wir retten vor. Einer der Magier, oder was? Ist wieder ein Todesritter, oder was? Ein Magier. Ein Magier rennt vor. Der Tiruk? Rennt der vor? Okay. Dann würde ich die Heilung eiskalt einstellen. Ja, eiskalt einstellen, die Heilung. Wenn er sich beschwert, würde ich schreiben, sorry, ich habe einen Bug. Kommt mir mal eine Fehlermeldung. Ich darf Tiruk nicht mal heilen. Verstehe ich nicht. Würde ich eiskalt machen. Du bist so ein harter Kerl, echt. Also, wenn es um Heilung geht, definitiv. Ich lasse mich nicht veräppeln. Veräppeln. Hey, jetzt. Nico hat veräppeln gesagt. Ich lasse mich von Macintosh nicht veräppeln. Sehr doof. Kann ich noch nicht merken. Ach ja. Kann er mir mal näher nicht auf den Sack gehen, der eine Typ da. Immer ruff. Oh, was haben wir hier? What have you done? Streichkolben mit Intelligenz und Willenskraft. Geil. Das wäre doch was hier für Nicole Erdbeerkäse, oder wie heißt die Alte? Die heißt doch Nicole. Ja, Nicole, ne? Nicole Erdbeerkäse, genau. Gott, der Erdbeerkäse. Die Frau war der Grund, warum ich Frauentausch nicht mehr gucke. Der Grund ist, warum wir irgendwann wirklich scharf, wirklich untergehen. Also, weißt du, sowas legt dann auch noch Eier und vermehrt sich. Bah, nee. Die muss doch irgendwie, du kannst mir doch nicht erzählen, dass es Leute in Deutschland gibt, die so, das kann nicht sein. Weiß ich nicht. Doch, es gibt so Leute. Die muss doch irgendwie ein Drehbuch oder sowas in die Hand gekriegt haben. So frei nach dem Motto, lies das mal durch und benimm dich mal genauso, wie es da steht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da wirklich welche gibt, die so denken, bloß weil eine Erdbeeren schmeckt, müssen noch Erdbeeren drin sein. Boah, die wahrscheinlich auch kein Babyöl kaufen, weil sie denken, das ist aus frisch gepressten Babys. Okay. Mein Popo schwitzt. Bitte? Dein Popo schwitzt? Ist ja sehr geil. Ja, ich merk's, wie es mir gerade runterläuft. Spielst du im Stehen, oder was? Nee. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein. Aber es kitzelt da unglaublich da hinten, das ist der Wahnsinn. Aha. Interessant. Will jetzt nicht das Wort befriedigend sagen, aber es geht in die Richtung. Das hat was damit zu tun, sagst du. Okay. Ich verstehe nicht. Dann doch lieber Erdbeerkäse. Am Popo. Ja. Erdbeerkäse, oh ja, schön einseifen. Da geht einem das Herz auf. Aber im wahrsten Sinne. Ja, und die Rosette. Es ist genug von mir für alle. Kann ich noch nicht wirken. Wie schön wir doch die Überleitung von Erdbeerkäse zu Rosetten gefunden haben. Ja, Wahnsinn, ja, ne? Richtig geil, ey. Mega fett, ey. Mega fett. Ja, die liegt ja schon, die Alte. Sehen. Ist die tot oder nee, was? Die ist noch nicht tot. Nee, die lebt noch. Oh. Was ist mit dir nicht in Ordnung, ey? Hör mal auf. Ey, was macht die hier? Die lässt mich durch die Gegend fliegen.
Was ist das denn? Intelligenz, Ausdauer, kritische Trefferwertung. Gier. Ich wäre so gerne Millionär, aber das hat's. Oh, hoppala. Ein bisschen müde hier, der kleine Zwiebelpeter. Oh. Ist müde, der kleine Scheiße. Was denn? Jetzt kommt mal her, ich mache euch ein Fleischwurstbrot. Fleischwurstbrot? Ja, Kinderwurstbrot. Das lädt immer noch auf. Da kann er erstmal eine Runde chillen hier. Hey, chill mal. Ihr seid doch bestimmt total müde. Komm mal her. Wo kommen denn die ganzen Hunde her? Ja, die kommen wegen deiner Kinderwurst, Mann. Ist doch klar. Mann, ey. Hör doch mal auf, mich zu kloppen. Oh, Mama, Hilfe, ich kann nicht mehr. Nadine Erdbeerkäse ist am Start. Am Start. Wenn du denkst, du tankst, dann denkst du nur, du tankst. Ganz genau. Ey, hör mal, du Kackmagier, Mann. Ich mach dich platt. Oh Gott, ey, wo bin ich hier nur gelandet? Blöder Wack hier, ey. Sausack. Mann, Alter, caste doch mal dieses verkackte Schild, bitte. Danke. So, jetzt muss man hier runter, ne? Die kann man ja auch noch kürschen hier. Komm her, hier. Lass mir dein Fell über die Ohren ziehen. Jawoll. Gib mir deine Haut. Ich baue mir eine Lampe daraus. Klar, ich kann Ingenieurskunst und Lederverarbeitung nicht schlecht kombinieren. Das kriege ich hin. Weil du ein Fuchs bist. Auf jeden Fall. Ja. Können die mal sterben? Tun sie schon. Stoff! Stöffchen! Stoff! Stoff brauche ich zwar nicht, mache ich einen Zaubern. Dann gehen wir mal hier runter. Banzai. Lieblingsschütz. Ey, wo rennen die denn hin? Ey, wo willst du denn hin? Wir kriegen hier oben voll auf die Fresse. Ja. Wo kommen die denn jetzt hierher? Warum kommen die hier hoch? Der Trick war einfach nur runterzuspringen. Ja, eben. Wer ist denn da jetzt so runtergegangen? Ich habe keine Ahnung. Ja, wer ist denn? Du bist runtergegangen, oder? Ich bin runtergesprungen. Das ist der Trick an der ganzen Sache. Ja, aber kann du... ich noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. Ich habe gerade nichts mitgekriegt. Ich war am Feld über die Ohren ziehen. Du warst wieder, bist wieder deinem Hobby nachgegangen. Ja, ich habe mich gebückt. Das klingt so falsch, Nico. La, la, la. Hey, wieso habe ich denn hier trotzdem noch eine Quest? Wahrscheinlich die Dungeon-Quest, oder? Naja, hier die Dungeon-Quest, ja. Ja, die kriegst du ja jetzt erstmal, wenn du in eine Instanz reinkommst. Achso, okay. Vielleicht sollte ich mir auch mal ein paar Patch-Notes durchlesen, wa? Also sind denn da jetzt nur die so vier Bosse irgendwie markiert? Ja. Nee, drei. Einer ist von dem wahrscheinlich. Nee, es sind drei. Okay, warte mal, dann dieser Anomalus. Anomalus? Omorok, oder wie der heißt? Genau. Genau, und dann noch den. Ja, das sind die Dungeon-Quests, die du automatisch kriegst, sobald du in den Dungeon reingehst. Hier, lass mich in Ruhe, Mann, ihr Heiler-Agro. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Tüdelü. Was ist? Da oben, wer ist das? Das ist Anomalus. Ich mach gar nichts für den. Ey. Komm her, jetzt. Ich sag Spaß hier. Ich mach ich fertig. Also bestimmt keine Vitamine. So wie der aussieht? Nee. Nee. Komm jetzt. Jetzt müssen wir auf die Risse. Los, auf die Risse. Animun. Wo ist das? Auf den Rissen, auf die... Nee. Ach, schon fertig. Okay. Nee. Mit Reim zu Schnee. Na
So, und er ist kaputt. Was ist das denn? Willenskraft. Bäh. Scheiße. Da. Bäh. Magierzeug. Nee, allgemein. Oh, ich hab's gekriegt. Ist das hier gebunden? Ja. Schade. Oh, ich kann tweeten. Ja, machen wir doch mal. So. Ja, aber wenn wir hier schon mal drin waren, wieso kriege ich dann jetzt erst den Erfolg? Ich habe ihn auch gekriegt, keine Ahnung warum. Du erzählst nämlich, glaube ich, Märchen, Nico. Ich Muha. Ja, Muha, ich gebe dir gleich Muha. Was ist denn jetzt kaputt? Wo kommen die denn her? Bleiben Sie ruhig, alles wird gut. Ich habe sie hier im Auge. Im Flatsch. Genau. Im Auge, aua. Na, tut doch weh. Ich beschütze dich wie meinen Augapfel. Den einen, den ich noch habe, weil bei dem anderen war ich unvorsichtig. Den habe ich verloren. Den habe ich leider an einen Strohhalm verloren. Bah, jetzt kommen die ganzen Pflanzendinger hier. Blümchen! Ja, hier kommst du vor wie im Baumarkt, echt. Einmal schön, Center XXL. Einmal schön bei Obi in der Pflanzenhalle hier. Das ist schlecht, ey. So. Das ist schlecht. Hier, bei Pflanzenkölle, der fliegende Holländer. Nee, was war das? Der grüne Holländer. Der fliegende Holländer. Was weiß ich, wie der Blumendealer heißt. Auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ach, ja. Wieso kriegt denn unser Magier eigentlich hier ständig auf die Fresse? Ja, weil er verdient tankt. Hat. Ja, ist ja gut. Das war eher eine rhetorische Frage. Chillt mal, Jungs. Und jetzt hör doch mal auf hier, du Fuck-Magier. Die Scheiße hier immer zu tanken, ey. Boah, ich klopp dir gleich so deinen Pimmel weg, ey. Falsche Richtung. Falsche Richtung? Echt? Ja, hier so längs, hier so. Dann mach doch mal eine Ansage, du bist der Tank, du bist hier der Gruppenführer. Ich bin der Führer. Ja, genau. Ich wusste ja selbst nicht, wohin. Ja, aber trotzdem hier... Oh, Hilfe, hinter uns. Hier ist, Ja. Dicke Mann angesagt. Wie Bewegung. Hello, my friend. Baumfeld. Wieso tickt denn der Magier eigentlich so schnell? Hoch hat der. Kommt noch so ein Scheißding an. Noch einer. Jo, bin gleich da. Timber! Platsch. Ach, die beiden Magier müssen hier sogar noch die Quest machen. Interessant. Welche Quest? Naja, die Quest, die du machen musst, wenn du hier noch nicht drinne warst. Mhm, die werden wir jetzt schnippisch, ja? Mhm. Oh. Also ehrlich, das muss ich mir nicht geben. Nee, das ist genau. Ich geh zu meiner Mutter. Aber echt, ey. Es geht um eine Mutter. Kann ich noch nicht sagen. Ich setz mich gleich auf den Boden und mach nichts mehr. Genau. Hältst so lange die Luft an, bis hier alles erledigt ist. Ja. Ja. Bis ich mein Spielzeug krieg. Das lädt immer noch auf. So, einmal kann hier. Ich noch löten bitte. Einmal hier Erneuerung für alle. Löten? Ich habe hier nichts zu löten. Oh, boah, immer Magier, ja. Wenn du jetzt nicht bald aufhörst, hier die Scheiße zu. Pass auf, das sind hier Non-Elite. Also da würde ich ein Auge zudrücken, aber bei den Gruppen. Ja, hier, der macht das ja schon die ganze Zeit, der Sack. So, wir warten erstmal eben kurz auf die Gruppe, die da kommt. Das klingt gut. Guter Plan. Schaffen wir doch alles so. Hopp, Kratzi. No. Was los? Level up. Wer? Ich unsere glaub nicht.
unsere Bommelpaladine. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Danke. Wo kann ich hier irgendwas auflesen? Du kannst lesen? Okay. Du kannst echt lesen. Echt jetzt? Krass, ey. So, jetzt geht's auf hier, auf den Dicken drauf. Komm her, du Steinmann. Ich packe jetzt hier mal meine übelsten Schaden aus hier. Mega fett. Ja, Mann. Richtig hart. Oh, das sieht das. Oh. Faustwaffe. Oh, warte. Hab ich die schon? Die hab ich schon. Wieso? Und hast du zwei? Du hast ja auch zwei Fäuste. Hast du? Wir waren wirklich nochmal hier drin. Krass. Hast du genommen oder hast du nicht genommen? Nee, ich hab sie nicht genommen. Ich hab sie ja schon in der Hand. Belgien Erdbeerkäse. Ja, du hast doch aber zwei Hände. Ja, aber. Ich kapiere das nicht. Die wäre für meine zweite Hand nicht besser gewesen, als das, was ich jetzt schon in der Hand habe. Ach so. Wir machen die Folge hier zu Ende, ne? Also sprich den Dungeon zu Ende. Ja, klar. Rechts oder links rum? Hier rum, ne? Links rum. Lirum Larum. Lirum Larum Löffel Stiel. Wo will der Baum hier? Und bleibst du hier? Ich habe jetzt nur noch Nadine Erdbeerkäse im Kopf, ey. Dafür kann ich nichts, du hast angefangen. Ja, ich weiß, aber das trotzdem. Ist immer so schön zum Nachsprechen. So schön zum Nachsprechen? Das ist einer der schwierigsten Dialekte, die ich kenne. Was ist denn überhaupt für ein Dialekt? Was soll das sein für ein Dialekt? Das ist doch einfach nur falsch kein Deutsch. Kein Dialekt, das ist lecker. Lecker Dialekt. Das ist so einfach nur Sprachstörung. Sehr gut gesagt, das ist einfach nur falsches Deutsch. Genau. Das ist nämlich total einfach zu machen. Du musst nur an Erdbeerkäse denken in Verbindung mit Kinderwurst. Ja, aber ich kann nicht so sprechen. Und Vitamine. Ja, Vitamine. Kann ich noch. Die Vitamine machen das dann. Gott, das klingt auch echt genauso, ey. Das geht gar nicht. Überall, ja. Alle wichtigen Vitamine, ja. B, A, S und F. Bewahren? Warum? Jetzt müssen wir hier die Laternen anschmeißen. Warum? Ich mach gar nichts für denen. Bist du blöd? Komm her, du Sau. Ich mach dich schwach. Was ist mit dir? Was jetzt? Das habe ich verstanden. Boah, bin hingefallen. Bleibt. Genießt eure letzten Atemzüge. Guckst du mich nur an, wenn ich mit dir rede, du dicke Sau. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Tötet mich. Machen wir doch schon. Komm jetzt, nee, ich meine die Dicke hier, die dicke rote Frau. Komm jetzt. Babam, Level up. Dito. Danke. Wieder nur Intelligenz für einen Finger. Intelligenten Finger, super. Ja, Hauptsache. Oh, da kriegst du aber, glaube ich, auch gut was draus gekirscht. Hat. Ich will dich lösen. Ja, ich will dich. Oh ja, gib's mir. Ja, arkanischer Pelz. Aktischer Pelz. Arkanischer Pelz. Keine Ahnung, was Pelz ist, aber Alter, es klingt wertvoll. Er kriegt Pelz, ey. Geil. Er kriegt einen Pelz. Guck mal, hier. Taschentuch voll Pelz. Achso, meine kann ich nichts mehr machen. Und gut, wie kann ich den Dungeon jetzt? Achso, hier unten über den Fred. Instanzgruppe verlassen? Wie kriege ich. Warte mal, wie kriege ich denn jetzt hier. Oh, ich werde angegriffen. Oh mein fucking Gott. Das ist nicht gut, ich bin gerade raus. Ich auch. Ja! Okay, ich bin jetzt auch rausgejoint. Huha. Rausgejoint. Oh, geil. Ja, mir hat jetzt genau dieser eine Typ da immer ständig auf die Nuss gehauen. Okay, Kinders. Nico, dann mach mal hier Folgenende. Wir sind ja durch. Yo, dann herzlichen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn es intellektuell nicht gerade sehr auf dem hohen Niveau war. Aber egal. Schauen wir mal, wie es in der nächsten Folge dann aussieht. Da wird dann noch auf einem wesentlich niedrigeren Niveau sein. Was für ein Niveau? Oh, bist du bekloppt oder was? Sagst du nochmal, ich hab ein Niveau, hau ich dir auf die Fresse, Mann. Was ist Niveau? Oh, das kenn ich nicht. Was ist das? Beschreib mal, kenn ich nicht. Was ist? Für die Allianz. Niveau. Nivea kenn ich. Hast du nie gehört? Nivea kenn ich. Ich kenne auch Nivea-Creme, aber mit Nivea kann ich da auch mein Gewicht mit einreiben. Nivea-Creme mit Erdbeergeschmack. Oh.
Oh, wo ist mein, wo ist mein Kompetenzteam? Wo ist mein Ding? Wo ist mein großer Löffel? Also ja, dann, liebe Kinder, bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Mann, ey.